Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Castle Story. Unser Team ist hier versammelt zur Teambesprechung. Alle blicken von uns weg. Einer läuft sogar davon. Den habe ich jetzt versehentlich angeklickt. Und ja, ich spiele immer noch übrigens mit Version 002, weil es zum Zeitpunkt der Aufnahme keine neuere Version gibt. Ich komme mir übrigens schon vor wie so eine Gebetsmühle, die das ständig wiederholt. Ich sage das, glaube ich, in jeder Aufnahme. Ich spiele immer noch mit Version 002, Gong. Ich spiele immer noch mit Version 002, Gong. Ja, Gong, Gong, Gong. Hier ist ein Breakdown, der nichts zu tun hat. Ich weiß gerade nicht, ist das einer hier oben? Haben wir da noch einen bekommen zu guter Letzt? Oder doch nicht? Oder schon? Oder nein? Ich glaube, die Antwort lautet nein. Ja, unsere Burg hier ist im Entstehen. Hier fehlt ein Balken. Ich würde sagen, wir machen hier gleich mal weiter. Bauarbeiter. Schwipp, schwapp. Und, ja, so. Ich hoffe mal, das stimmt jetzt auch von der Perspektive. Jawohl, es stimmt. Und was könnte man denn noch machen? Ich glaube mal, hier ist nicht mehr viel zu tun. Der Tunnel ist jetzt fertig, soweit ich das gesehen habe. Wir können ja eigentlich einfach mal ein bisschen so durchfahren. Tunnel-Style. Nee, der ist noch gar nicht fertig. Wieso ist denn hier niemand am Arbeiten? Hallo? Die Stockpiles sind ja jetzt nicht irgendwie alle belegt oder so. Ach so, nee, Momentchen. Okay. Das hier ist die große Gruppe. Nee, das ist die neue Gruppe. Was ist das hier? Verstehe ich jetzt gerade nicht. Wieso ist dieser Tunnel hier nicht weitergebaut worden? Haben wir den nicht weiter vorgetrieben oder was? Oder habe ich mich jetzt verguckt und in Wahrheit ist der eh angebunden? Na? Übrigens fände ich so einen First-Person-Modus ganz cool, wo man... Ah doch, ja klar, der hat hier einen Durchbruch, der Tunnel. Einen First-Person-Style, also Opern First-Person-Style sozusagen, ahahaha, der war schlecht, wo man... sozusagen, ich würde mir so vorstellen, ich klicke so einen Brickdown an, zum Beispiel den Tux oder den, ich weiß nicht, den Mr. DJ Mixer. Ich klicke dich also hier an und dann sage ich, ich möchte in deine Seele hinein. Und dann könnte ich das Spiel durch deine Augen erleben und möglicherweise auch First Person hier durchlaufen. Ich fände das eine coole Sache, möglicherweise auch so, dass ich dann, hier was aufheben kann und es irgendwo ablegen kann, wäre ganz nett, aber ja, vielleicht sollte ich es mal in den offiziellen Foren unter castlestoryonline.com vorschlagen und ich quatsche hier schon die ganze Zeit bla 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 bla, aber es tut niemand was. Das kommt davon, wenn man so viel redet. Ihr geht bitte alle in diese neue Minengruppe hier oben rein und tut dort was, was euch irgendwie ja, was uns weiterbringt, uns alle, denn wir sind ja alle im selben Boot oder auf derselben Insel. Dann löschen wir das mal. Und hier mauertechnisch scheint soweit mal alles, was gebaut werden kann, gebaut zu sein. Jawohl, hier fehlen ja noch Steine. Das sind wieder diese typische Technik der Breakdowns. Ich mache halt hier, jeder macht für sich hier einen Haufen und der macht hier einen Haufen und keiner macht irgendwie eine Koordination. Nichts funktioniert. Das ist ja wie in der Planwirtschaft oder fast so schlimm wie im Kapitalismus, würde ich sagen. Jeder macht seine eigene Sache und keiner denkt hier ans Gemeinwohl. Und jetzt geht's endlich weiter hier mit Steinchen. Jawohl. So ist es gut. Die warten hier immer, das dürfte so ein Staffellaufsystem sein. So, da zählt irgendwo jemand mit und sagt, so, jetzt und jetzt gehe ich los. Keine Ahnung, warum das so ist.
Und bautechnisch, ja, hier wird es natürlich weitergehen oder soll es weitergehen mit den Logs. Da fehlt eh noch einiges, merke ich gerade so. Da müsste einer drankommen dann und hier einer. Und hier fehlen dann auch noch Pfosten, die können wir eigentlich bei der Gelegenheit dann gleich mal... Geht sich das hier überhaupt aus? So und dann so? Das müsste eigentlich gehen. Ja, ich denke mal, das wird klappen. Da können wir jetzt auch einen einsetzen. Ja. So wollte ich das, so und nicht anders. Und was ist jetzt das wichtigste Thema? Was wird heute wichtig? Das Torhaus. Ich möchte hier ein schönes Torhaus hinbekommen. Da bin ich mir ehrlich gesagt noch nicht ganz im Klaren, wie das denn am besten wäre. Vor allem, ob wir den Geheimgang oder den Gang innerhalb der Burgmauer, ob wir den eigentlich da dann durchführen wollen. Oder ob das wirklich nur ein Eingang sein soll und die Bricktons können eben hier in den Hohlraum laufen, aber nichts machen damit. Da bin ich gerade ein bisschen unschlüssig, wobei ich ehrlich gesagt eher dazu tendiere, dass ich das hier auch tormäßig mache, also dass ich den Geheimgang zugänglich mache. Ja, Torhaus. Ich denke mal, dass wir hier das am besten so lösen, indem wir hier jeweils zwei Steine hochbauen. Dann gäbe es hier das Tor. Das können wir dann eigentlich so machen, glaube ich. Denn hier hätten wir dann ja den Abstand 1, 2, 3, 4 und dann die Außenmauer. Wobei fürs Torhaus ich dann eben doch ganz gerne das Ganze ein bisschen vorziehen möchte, damit das ein bisschen imposanter aussieht als die normale Mauer. Muss ich mir glatt mal überlegen, wie ich das dann eigentlich machen will. Ja. Hier geht sich das dann überhaupt aus. Moment, wenn ich das jetzt hier so weitermache. Ja, hier müssen wir rum. Dann haben wir hier wieder... Ach so. Geht das? Geht das? Ja, morgen geht das. Scheinbar nicht. Ach so, das schwebt dann hier in der Luft oder wie? Okay, da müssen wir auf jeden Fall was drunter bauen noch. So wie es aussieht. Jawohl, ein kleines Fundament. Die Erde bewegt sich ja dann irgendwie auf den Block auch zu. Also der Block hier, der hier gesetzt worden ist, hat sozusagen, Moment, ich hoffe mal, ich kann das jetzt einigermaßen anschaulich zeigen, der hat dazu geführt, dass sich diese Schräge hier, also hier war auch so eine Schräge, dass die sich dem Block entgegengeneigt hat. Das ist ein bisschen wie Gummi hier, das Erdmaterial. Ja, okay, jetzt sollten wir eigentlich hier so einen Block setzen können. Jawohl, es klappt auch. Und damit hätten wir hier die Kurve. Wir können auch hier an die Bäume ranbauen. Die können wir dann später auch mal abholzen. Das lasse ich jetzt erstmal so. Und bis hierher würde ich sagen, baue ich mal. Und dann ist es aber, glaube ich, schon Zeit, mal sich Gedanken zu machen über das Torhaus. Hier die Planken, das hat eigentlich auch noch Zeit. Ich lege jetzt mal hier einfach Blöcke drauf. Ich glaube fast, machen wir das mal so. Das sieht dann zwar ein bisschen, ja, nicht ganz so hübsch aus, aber es klappt eben nicht immer mit dem versetzten Bauen, wie man sich es eben so vorstellt. Und ja, hier kommen die Bricktrons leider eben immer noch nicht dran. Ich hoffe mal, dass wir das irgendwie... Wie machen wir das denn? Ich fürchte fast, dass wir hier noch eine Treppe raufbauen werden müssen. Hier gibt es eine Treppe. Warum eigentlich nicht auch hier? Die müsste dann raufführen. 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke hoch. Also, Moment.
Also drei brauchen wir hier auf jeden Fall mal. Ich mache das jetzt mal so. Das wären dann vier. Ich glaube fast, dass wir das eher noch so machen müssen. Das müsste dann eigentlich klappen. Das soll jetzt also nicht nur eine Behelfstreppe sein, falls ihr das etwa gedacht habt. Nein, nein, das hier ist eine endgültige Treppe, wo dann eben die Bricktrons auch auf die Mauer rauf können. Denn ein Aufgang hier ist ja ein bisschen wenig, das sollten schon mehr sein. Und ja, vor allem hier in der Nähe des Torhauses. Cool wäre es natürlich dann, also eigentlich müssen wir das fast so machen, dass wir dann hier symmetrisch einen zweiten machen. Das ist ja hier das Innentor, sodass eben die Verteidiger dann hier runterstürmen können und das Tor verteidigen. Leider können wir ja kein richtiges Tor reinbauen. In den Trailern zum Spiel hat man ja auch was gesehen. Also da gab es solche Tore und jetzt kommen sie auch schon rauf, die Bricktrons. Sehr schön. Da gab es eben... Ach so, und da kommen sie jetzt nicht ran oder wie? Naja, gut. Gut, das können wir noch lösen, indem wir einfach hier einen Stein legen und hier einen und hier und hier. Ah, jetzt kommen sie aber hier ran. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Gefällt mir. Panda-Papst klickt auf gefällt dir. Gefällt mir. Dir. Gefällt uns. Ja, und noch was fällt mir ein. Der... gibt es hier eigentlich volle Fässer? Sorry, dass ich jetzt so ablenke, aber... Es wird ja auch mal Zeit, neue Bricktrons zu rekrutieren. Tragen wir das volle Fass mal hier rauf zum Kristall. Der Gangster hat vorgeschlagen, auch übrigens ein fleißiger Zuseher und Kommentator meiner unzulänglichen Versuche, hier irgendwas zustande zu kriegen. Der hat vorgeschlagen, dass wir hier der Symmetrie wegen vielleicht diese Erdspalte auch abtragen. Das würde ich auch gerne machen. Am liebsten natürlich in Form einer Mine, weil eben Minen irgendwie ich habe keine Ahnung, ob das jetzt sinnvoll ist, so, aber probieren wir es einfach mal. Es gibt zwei, es gibt einen neuen Bricktron, der gibt es hier jetzt etwa neun? Hallo? Neuzugang? Jawohl, den Timmy! Hallo Timmy! Ich freue mich, dass es dich gibt. Du bist so gelb. Den Timmy schicken wir sofort hier an die Arbeit. Der kann das ja mal so zum Aufwärmen im Alleingang machen. Dem Superfax weisen wir die ehrenvolle Aufgabe zu, das Fass wieder herunterzutragen. Das schlägt dem Fass den Boden aus. Und ja, hier steht jemand einfach nur rum. Ich schätze mal, jetzt haben wir genügend Baumaterialien. Das heißt, es wird Zeit, hier auch ein bisschen Steine zu verbauen, damit die Minenarbeiten nicht ins Stocken kommen. Ja, also hier auf jeden Fall die Reihe, die brauchen wir noch. Das mache ich jetzt, glaube ich, dann lieber so. Und so. Und so. Und so. Ich weiß gerade gar nicht, ob... Ach so, ja, die geben das ja weiter. Gut gemacht, liebe Bricktrons. Jetzt kann ich ja eigentlich auch mal hier die Loks einsetzen, damit jeder was zu tun hat. Ich glaube, der Trick dabei, schnell zu bauen, ist einfach auch schnell die Phantomsteine zu setzen und gleichzeitig darauf zu achten, dass der Nachschub an Baumaterialien einfach nie versiegt. So. Alles klar, okay, hier fehlt... Ah ja, das ist auch eine coole Idee, hier rüber zu gehen. Ihr seid ja gar nicht mal so blöde. Also, das Pathfinding ist ja manchmal sogar richtig erstaunlich. Man würde ja fast vermuten, dass diese Bricktrons eine echte Intelligenz hätten, aber das haben sie nicht. So, das Torhaus. Das möchte ich eben, wie gesagt, ein bisschen vorziehen. Ich überlege nur gerade, wie und wie weit. Also das könnte ja eigentlich
schon so ein bisschen deutlich hervorgezogen sein. Also so zum Beispiel. Und dann so. Also ich hoffe mal, dass ich jetzt keinen Mist baue, sondern dass das auch Hand und Fuß hatte, was ich hier tue. Ja, oder zumindest Hand. Also mit Hand allein würde ich mich schon zufrieden geben. Am besten wäre natürlich Hand und Fuß. Und hier müsste ich dann, wenn ich jetzt nicht völlig falsch denke, hier auf dieser Ebene, nee, genau, hier müsste eigentlich dann das Tor sein. Also ich möchte das so ein bisschen hineinversetzt haben, denn hier oben auf diesen Wachtürmen könnten dann die imaginären Verteidiger stehen. Also imaginär deshalb, weil ich das ja dann später alles mit dem Debug-Modus faken muss, und könnten hier runterschießen auf die Eindringlinge, die durch diesen engen Eingang hier reinlaufen müssen, um irgendwas eben auf die Reihe zu kriegen hier. So, wenn ich das jetzt so lege und so, dann ist das doch, glaube ich, zumindest symmetrisch. Hier sind wieder 1, 2, 3, 4, jawohl, okay, das haben wir hingekriegt. Da haben wir mal keinen Mist gebaut. Dann müsste ich hier wieder welche hinlegen und hier, so, ja. Dann kommen hier Bögen hin für die Gänge, die in die Mauern hineinführen, also für die Tore, die da reinführen, die kleinen Seitentore. Und hier müsste ich dann, glaube ich, aber das muss noch einen Block höher gehen, dass dann hier die das nächste Tor steht. Okay. Zumindest sind wir, glaube ich, auf dem richtigen Weg, auf dem richtigen Pfad. Apropos Pfad, sehen wir uns mal an, wie das hier mit der Mine klappt. Ja, die Holztreppe wird angelegt. Ich glaube übrigens, die brauchen gar kein Holz, diese Holztreppen. Die entstehen einfach von selbst. Und die kann man aber glücklicherweise abreißen, sonst würde das hier ein bisschen bescheiden aussehen. Ja, hier habe ich übrigens auch einen Plan. Das werden wir aber wahrscheinlich auf die nächste Folge verschieben. Nämlich, wie ich das hier einfasse. Aber ja, kümmern wir uns erstmal lieber ums Torhaus hier. Ums, ja, Torenhaus. Ihr seid alle Toren. Wir sind verloren. Huhuhuhuhuha. Ich frage mich übrigens gerade, ob ich mir The Hobbit im Kino ansehen soll. Ich war ja jetzt nie so der Herr der Ringe-Fan, habe die Bücher auch nicht gelesen, habe die drei Filme gesehen, wobei ich, glaube ich, nur den ersten im Kino gesehen habe, die anderen dann auf DVD. Und bin jetzt echt am Überlegen, soll ich mir den ansehen? Also was ich mir auf jeden Fall jetzt ansehen werde, ist Ralph Reichts, beziehungsweise auf Englisch Wreck-It Ralph. Ist zwar jetzt eher ein bisschen auf Kinder ausgerichtet, der Film, aber mit unzähligen Anspielungen auf alte Computerspiele, denke ich, doch auch für Erwachsene erträglich. Aber bei The Hobbit bin ich jetzt echt am Überlegen, ob ich mir den ansehen will oder ob wir uns den ansehen sollen. Ja, gerade gab es einen Framerate-Einbruch, oder den gibt es immer wieder mal. Ich hoffe mal, dass das jetzt nicht zu sehr überhand nimmt. Ich werde dann den Tipp vom Mr. DJ Mixer, der ja auch auf dieser Karte schon fleißig am Arbeiten war, bald mal, glaube ich, dann beherzigen und die Minen nach getaner Arbeit löschen. Die zum Beispiel können wir, glaube ich, einfach löschen. Das sollte jetzt kein Problem sein. Gibt es hier übrigens irgendwo ein volles Fass? Jawohl. Dann tragen wir es wieder mal hier rauf. Da. Da ist Kristall. Superfax laufen zu Kristall. Kristall gut. Ja. Ich überlege jetzt gerade ein Momentchen. Ach so, ja, drei Blöcke hoch und dann kommen die Torbögen. Dann werden wir das hier vielleicht am besten so, ne, so nicht. So nicht. So machen.
Und hier, glaube ich, können wir jetzt auch schon jede Menge weitere Phantomblöcke platzieren. Bis zu einer Höhe von 3 Blöcken können wir ja einfach so bauen. Da müssen wir uns noch keine Gedanken machen über irgendwelche lästigen Dinge wie Treppen oder ähnliches. Ich hoffe ja echt mal, dass dann der Gerüstbau, Scaffolding auf Englisch, also so lautete die Diskussion in den offiziellen Foren von Casa Story, die ja auf Englisch sind, dass das bald kommt, also dass die dann automatisch ein Gerüst errichten würden und vielleicht mit Flaschenzügen das irgendwie raufbefördern, die Bricktrons, denn das würde die Bauarbeiten doch, denke ich, ziemlich erleichtern. Und außerdem wäre es ja auch durchaus realistisch, wenn man bedenkt, wie damals eben Burgen errichtet wurden. Da gab es Kräne, hölzerne, da gab es Flaschenzüge, Baugerüste, das war ja alles schon da. Kennt man auch von Zeichnungen aus der damaligen Zeit. Würde also, denke ich, gut passen zum Spiel. Ja, hier könnten übrigens die Elite-Kämpfer stehen hier und wenn hier die Corruptrons reinstürmen, stürmen die Elite-Kämpfer, die daran zu erkennen sind, dass sie einen riesengroßen spitzen Helm tragen. Die stürmen dann hier raus und hauen sich den Schädel an dem Torbogen und fallen ins Wachkoma oder so. Ja, ich würde sagen, wir haben doch einiges geschafft. Darf ich jetzt mal mich so ein bisschen loben? Darf ich? Ja, ich tue es einfach und sieht lustig aus hier durchs Tor. Und was wollte ich natürlich sagen? Ich wollte sagen, in der nächsten Folge machen wir weiter. Bis dahin, auf Wiedersehen, Servus und Tschüss.